Es gilt das gestammelte Wort, war das Thema zur Weihnachtsfeier 2014 im Münchner Presseclub. Wolfgang Krebs persiflierte Seehofer und Stoiber vor der hochkarätigen Prominenz des Presseclubs mit viel Wortwitz und Ironie. Herzlich willkommen, Wolfgang. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich glaube, jetzt sind wir einfach mal gespannt auf die beiden Ministerpräsidenten. Liebe Freundinnen und Freunde, ein herzliches Grüß Gott, liebe CSU-Wähler, liebe Nicht-Bayern, ich bin's, der Horsti, und da bin ich daheim. Soll jetzt eine Fastenpredigt halten, heute vor über 3000 Journalisten. Die Zahlen hat gerade der ADAC ermittelt. Liebe Freunde, mein Motto ist, ein kluger Ministerpräsident macht nicht alle Fehler selber. Er gibt auch anderen eine Chance. Nee, ich sage euch eines, ich habe viel erreicht in meinem Leben. Ihr werdet immer wieder gefragt, vorhin habe ich die Gabi getroffen. Frau Dr. Gabriele Weishäupl hat sich gesagt, Horsti, bist du zufrieden mit deinem Leben? Sage ich nicht so ganz. Ich persönlich wäre lieber reich als sexy. Aber ich habe früher meiner Frau immer weiß gemacht, dass ich zum Angeln gehe, bis sie gesagt hat, weiß ich, deine Makrele hat schon viermal angerufen. Meine Vision ist, dass Bayern bis 2030 schuldenfrei ist. Ich habe das auch wieder an einem Parteitag gesagt, wo ich alle eingeschworen habe. Und deswegen bin ich stolz und froh, dass so viele Journalisten heute vor mir stehen und sitzen. Also vor allem die hinteren stehen, die vorderen sitzen. Und danach haben wir alle einen sitzen. Liebe Freunde, ich will, dass Bayern bis 2030 schuldenfrei ist. Und wenn Sie sich sagen, das geht doch gar nicht. Ich habe mir das genau ausgerechnet, liebe Freunde. Vielleicht gehen wir mit der Landesbank mal an die Börse. So wie dieses Fuckybook, dieses Facebook. Ja, ich spreche es halt lateinisch aus. Das ging ja an die Börse, wäre vielleicht irgendwann einmal wertvoller als Siemens, wenn ich das gewusst hätte, dass sinnloses Geschwätz mehr einbringt als deutsche Ingenieurskunst. Ich wäre doch mit dem Markus Söder vor Jahren an die Börse gegangen. Ich bin keiner, der nicht seine Meinung ändert, wenn neue Argumente auftauchen. Das weiß jeder von mir. Auch immer so Diskussionen mit meinen Frauen, mit meiner Frau. Sie sagt immer, sie kann zwei Sachen gleichzeitig. Sage ich, jawohl, das kannst du rückwärts einparken und dabei den Außenspiegel abfahren. Aber neuerdings hat sie eine Rückfahrkamera von Audi, da kann sich die Sachen lang anschauen, bevor sie voll drauf fährt. Zum Schluss eine Lebensweisheit meines Großvaters, die mir über schlimme Momente meines Lebens hinweggeholfen hat und ich gerne an euch weitergebe. Und die passt ganz hervorragend zum Marienplatz. Wenn dir eine Taube auf den Kopf scheißt, dann sei froh, dass Kühe nicht fliegen können. Ich habe noch eine mitgebracht. Ich habe heute einen ganz speziellen Text für Sie ausgesucht. Nämlich werden wir jetzt gleich Zeuge, wie Edmund Stoiber an einem völlig falschen Platz eine völlig falsche Rede hält. Also wundern Sie sich nicht. Er weiß im Moment nicht, wo er ist. Edmund, wo bist du? Ich bin schon da. Es dauert nur kurz. Dann bin ich schon hier, im Grunde genommen, wenn Sie meinen, was ich meine. Ja, das lässt man so. Liebe Freunde, Herr Pfarrer, liebe Brüderinnen und Brüder, aber natürlich auch Schwestern, liebe CSU-Anhänger, meine sehr geehrten Bayern, liebe Stromkunden, sehr verehrte Wechseltrassen, liebe gefallene Engel, liebe ADAC-Batterieverkäufer. Ja, apropos, wer an gelbe Engel glaubt, der hat vermutlich Gras geraucht, meine sehr geehrten Bayern. Lieber Bischof des Jahres, ich selbst werde das Eisen der Feder jetzt schmieden, solange die Flugschaden noch keine Flurschaden oder anders. Meine sehr geschätzten Damen und Dings, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Festgäste, liebe ehemalige Steigbügelkönigin, liebe Oktoberfestkönigin, liebe Steigbügelhalter, warum ist die Angela Merkel so weit oben bei den Umfragen? Weil sie von Ihnen, liebe Presse, immer noch transportiert wird. Jetzt ja wieder die ganzen Rückblicke, das Wunder von Dings, von Brasilia. Das Wunder von Dings, also wo wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Sie werden sich noch daran erinnern. Und schauen Sie,
Das kommt jetzt in allen Rückblicken wieder. Die Angela Merkel, wie sie schreit und jubelt, und natürlich hat der Bundespräsident, der sehr verehrte Herr Bundespräsident, hat das ja auch jetzt zusammen in den silbernen Lorbeeren noch einmal ausgeteilt, zusammen mit der Dings, jetzt erst vor kurzem. Damit das Thema am Kochen ist, denn davon profitiert diese Angela Merkel, meine lieben Freunde von dir. Liebe Freunde, man muss sich ja mittlerweile als Nationalspieler die Frage stellen, ob du überhaupt den Titel holst. Weil 8 Sekunden nach dem Abpfiff die Merkel bei dir unter der Gemeinschaftsdusche steht. Lässt die Merkel die Seife fallen, hast du die Merkel am Arsch. Der Özil hat sich in letzter Sekunde noch eine Hand über seine Latte. Andersrum. Wenn einer das Recht hat, die Kabine zu betreten, dann bin das ich und meine Person. Denn wer ist denn der FC Bayern München? Also aus was besteht denn die deutsche Nationalmannschaft? Aus dem FC Bayern, um den Gedanken abzukürzen, liebe Freunde. Das ist ein bayerischer WM-Titel und deswegen gehöre ich in die Kabine und an die Spitze der Umfragewerte und nicht diese Candice Brunzlerin. Brunzi-Kanzlerin. Als ich Ministerpräsident war, wurde Bayern Papst, da drunten ist er gestanden mit mir zusammen. Sie haben sie alle beobachtet und die besten Fotos bekommen, Herr Klaffenberg und die anderen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Und seit ich der FC Bayern bin, sind wir Bayern Weltmeister, meine Damen und Herren. Und wer ist denn der FC Bayern? Also ich, vor allem ich. Weil das ja klar ist, also zumal jetzt gerade, wo der Uli Hoeneß noch in der Privatklinik in Starnberg einsitzt. Im Alter, so Weihnachten wieder zu Hause ist. Und deswegen ist es höchste Eisenbahn, dass wir Bayern uns und Rest Deutschlands von seinen Fehlleistungen schützen. Und da schließe ich mich an einen Redner, der auch am Parteitag mit 89 Jahren oder 980 Jahren gesprochen hat und einen Antrag gestellt hat, dass Bayern sich loslöst von dem ganzen Krampf der anderen, liebe bayerische Journalistinnen und Journalisten. Wir müssen eines machen, das muss das Thema im nächsten Jahr sein, im Jahr 2015 oder 16 oder in den nächsten Jahren, Sie wissen, ich denke voraus. Das Thema darf nicht sein am kommenden Wochenende, dass wir am 11. über die Stichwahl von dieser Frau Pauli. Dass wir da über Sylt berichten. Was soll denn das, wenn interessiert denn der Bürgermeister von Sylt, meine lieben Freunde, das sagen, machen Sie doch nur, weil Sie wissen, dass da immer eine Quote kommt, wenn Sie die Zeitung kaufen in Ihren Schachteln. Also einmal, ich hatte niemals eine Affäre, außer diese Pauli-Affäre. Aber im Gegensatz zum Seehofer habe ich von meiner Affäre nicht einmal was gehabt. Ich Depp. Ja, genau.